Unter der Woche macht sie ein Praktikum auf der Geschäftsstelle der SGBWM Bietigheim. Oft trainiert sie auch beim deutschen Meister mit. Beim international top besetzten Turnier in Wittlich erzielte sie 3 Tore für den Champions-League-Teilnehmer. Die erst 18-jährige Anne Künast, die mit Zweitspielrecht aber auch die Waiblingen Tigers in die Bundesliga führen soll. Jetzt im Training die anderen Leute anzuschauen, also die von Bietigheim, und dann im Spiel Verantwortung in der zweiten Liga zu übernehmen, ist doch echt gut für mich. Ist auch echt ungewohnt und komisch, dann gegen Mannschaftskollegen zu spielen, mit denen man eigentlich sonst unter der Woche trainiert und dann jetzt auf einmal im Spiel gegeneinander. Aber ja, so ist es halt manchmal. Lernen vom großen Nachbarn. Das heißt es aber nicht nur für Anne Künast, sondern auch für Tigers-Coach Andersen, der wie Martin Albertsen aus Dänemark kommt und auch das schnelle Spiel liebt. Also natürlich, man sieht der Unterschied zwischen solchen Mannschaften, erste und zweite Ligaklasse, wie das Umschalten so schnell geht bei diesen Mädels da. Also blinkt man nur einmal zu lang, dann gibt es einfach Tor oder man kann nicht den Ball weiterpassen. Und also das macht er natürlich auch gut. Er mag auch das schnelle Handballspielen. Das nehme ich natürlich zu mir. Beim Test gegen den Meister- und Vizepokalsieger Bietigheim zeigte Waiblingen trotz Verletzungssorgen eine bärenstarke zweite Hälfte, die Mut macht für die anstehende Zweitligasaison. Was wir auch gern wollen, ist so konsequent wie möglich zu spielen, egal wie das Spielverlauf ist, wie die Tafel sagt. Also dann müssen wir unsere Dinge weitermachen. Und wir spielen die letzten 15 Minuten hier wirklich stark gegen sie. Und deswegen wurde es nur eine 10-Tore-Niederlage. Aber mit dem bin ich ganz zufrieden. In der vergangenen Spielzeit wurden die Tigers Sechster. In diesem Jahr möchte man unter die Top 5 kommen und vielleicht sogar um den Aufstieg spielen. Die Saison startet mit der ersten Runde im DHB-Pokal am Samstag bei der TSG Catch 2. Am 7. September geht es in der zweiten Liga für Waiblingen dann mit dem Derby in Herrenberg los. Wer weiß, vielleicht gibt es das Spiel Bietigheim gegen Waiblingen auch bald mal in der ersten Handball-Bundesliga.